Ja, hallo. Ich habe hier heute einen besonders jungen und dynamischen Menschen bei mir auf der Couch sitzen, der Kevin. Der Kevin hat dieses Jahr schon das zweite Praktikum bei mir hier in der Agentur gemacht. Nachdem er letztes Jahr das erste Praktikum gemacht hat, war für ihn klar, das zweite wird auch bei Matthias in der Agentur gemacht. Aber Kevin, warum war das für dich letztes Jahr schon klar, dass auch das zweite, das große dreiwöchige Praktikum bei mir machen möchtest? Ganz klar, weil mich das erste Praktikum einfach förmlich aus den Socken gehauen hat. Das war einfach super, hier in der Agentur und auch im Außendienst. Okay, sehr, sehr cool. Aber Kevin, was genau reizt dich denn überhaupt an dem Beruf? Denn wir Versicherungsmenschen oder Versicherungen im Allgemeinen haben ja nicht unbedingt das beste Image. Selbst deine Kumpels haben dich die Tage mit den Worten begrüßt: Na, Kevin, heute wieder einen über den Tisch gezogen? Das sehe ich komplett anders. Wir duzen die Kunden teilweise und das ist halt einfach eine super Stimmung hier in der Agentur. Ja, Stichwort Agentur, aber wir waren nicht nur in der Agentur, wir waren auch viel im Außendienst, haben Beratungen durchgeführt, gute Geschäfte gemacht und auch Kunden mehrfach im Rahmen der Schadenregulierung begleitet, unter anderem auch zusammen mit Gutachtern. Wie hast du denn die Schadenregulierung erlebt, Kevin? Wir haben zwei Wasserschaden erlebt und der erste, der war etwas leichter abzuwickeln, da der Kunde es auch selber machen wollte. Der Kunde hat direkt vor Ort einen Check bekommen. Der zweite war wieder ein bisschen schwieriger. Der ältere Herr hat nicht gemerkt, dass die Klospülung die ganze Nacht lief und dann ist das Wasser durch drei Etagen nach unten in den Keller gelaufen. Doch auch da direkt vor Ort wurde eine Trocknungsfirma angerufen. Genau, Gott sei Dank war der ältere Herr mit seinen immerhin 91 Jahren gut versichert. Er hat vor Ort auch die Zusage gekriegt, dass die Hausratversicherung die Kosten für die Kurzzeitpflege übernimmt, sofern er denn aufgrund der Sanierung ausziehen muss. Das wird sich jetzt innerhalb dieser Woche noch herausstellen, wenn die Trocknungsfirma getrocknet hat, etc. pp. Praktikum, Kevin, ist eng verbunden mit Ausbildung auch. Könntest du dir denn vielleicht auch vorstellen, den Beruf Versicherungen, Finanzen, Versicherungskaufmann vielleicht auch zu erlernen? Auf jeden Fall, das sitzt schon richtig in meinem Kopf drinne, dass ich das nicht nur das Praktikum, sondern auch die Ausbildung bei der DVK machen möchte. Okay, alle Daumen hoch, alles richtig gemacht sozusagen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an mein dreiwöchiges Praktikum, das ich damals als Landschaftsgärtner gemacht habe. Wir haben damals den Kurpark der Weserklinik hier in Bad Oeynhausen angelegt und ich war nach 3 Wochen recht enttäuscht, denn ich wurde verabschiedet mit einem feuchten Händedruck und dann hieß es nur: Mach's gut, auf Wiedersehen, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Das fand ich sehr schade, wenig respektvoll und wertschätzend. Deswegen möchte ich das hier ganz anders machen. Kevin weiß noch nichts davon. Er bekommt nämlich heute von mir diesen Umschlag geschenkt. Da ist ein bisschen was Schönes drin. Da mit diesem Umschlag möchte ich einfach auch meinen Dank ausdrücken. Ganz herzlichen Dank dir nochmal, Kevin, und auch an euch, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Macht's gut, euch eine schadenfreie Zeit und dir nochmal ein herzliches Dankeschön. Tschüss.